Vor kurzem wurde von den Jüngern der Verblödung ein Forderungskatalog vorgestellt. Gut, fordern kann man alles, auch ein bestimmtes Wetter in 100 Jahren unter Zuhilfenahme von Pappschildchen. Konkret geht es den Jüngern der Church of Global Warming um folgende Punkte. Deutschland soll bis zum Jahr 2030 aus der Kohlekraft aussteigen. Bis 2035 zu 100% durch erneuerbare Energien versorgt werden. Eine Netto-Null in der Treibhausbilanz erreichen. Bis Ende 2019 sollten zudem ein Viertel aller Kohlekraftwerke abgeschaltet werden. Und man möchte eine CO2-Steuer einführen. 180 Euro pro Tonne freigesetzt. CO2. Für Deutschland wären das knapp 144 Milliarden Euro. Mit dieser Steuer wollen die Organisatoren erreichen, die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Bei der Begrenzung der eigenen Intelligenz sind die bereits weit übers Ziel hinausgeschossen. Da weiß man schon wieder nicht, wo man bezüglich dieser Verblödung anfangen soll. Mal ganz abgesehen davon, dass es immer noch keinen Nachweis darüber gibt, dass der Mensch in irgendeiner Art für den Klimawandel, den es immer gegeben hatte, verantwortlich ist. Es gibt ja noch nicht einmal eine Korrelation zwischen CO2 und Erderwärmung. Das belegen selbst die veröffentlichten Daten des IPCC. Dass die Erde ein Treibhaus ist, ist ebenfalls neu und an Verblödung kaum noch zu überbieten. Aber wie auch immer, fangen wir mal bei der geforderten CO2-Steuer an. Man hört ja neuerdings von diesen Klimakindern immer öfter, dass Schweden so eine Steuer der Verblödung bereits seit Jahren hat und die Wirtschaft boomt. Nun, die schwedische Wirtschaft boomt tatsächlich. Aber das hat leider nichts mit Klimafreundlichkeit zu tun. Vor allem die Investitionstätigkeit, die so hoch ist wie seit 10 Jahren nicht mehr, und der private Konsum haben das Wachstum getragen. Getrieben wird diese Entwicklung vor allem von der Politik der schwedischen Notenbank, der Riksbank. Seit Februar 2016 liegt deren Leitzins im Negativbereich. Aktuell bei minus 0,25%, denn man musste den Leitzins vor kurzem anheben, weil die Inflationsrate steigt. Zudem kauft die schwedische Notenbank, genau wie die Europäische Zentralbank, massiv Staatsanleihen. Und das hat Folgen, denn die Geldpolitik der Schweden hat zu sehr niedrigen Baudarlehenszinsen geführt und das wiederum treibt die Immobilienpreise in immer schwindelerregendere Höhen. Von 2010 bis Ende 2016 kletterten sie um rund 40%, in den Metropolen Stockholm und Göteborg sogar noch stärker. Doch die Schweden kaufen dennoch und heizen den Immobilienboom immer weiter an. Das liegt auch an der Politik. Die Schweden können nämlich die Darlehenszinsen für selbstgenutzten Wohnraum von der Steuer absetzen. Zudem ist der Mietmarkt stark reguliert. Eine Wohnung zur Miete zu bekommen ist sehr schwierig, ganz abgesehen davon, dass es nicht genügend gibt. So steigen die Immobilienpreise weiter und parallel dazu die Schulden der Schweden. In den letzten 10 Jahren ist die Verschuldung der privaten Haushalte von ohnehin schon hohem Niveau weiter angestiegen. Gegenwärtig lasten auf den Menschen im Schnitt Kredite in Höhe von 182% des verfügbaren Einkommens. Rund doppelt so viel wie in Deutschland. Sollte es zu einem Schock an Schwedens Immobilienmarkt kommen, könnte sich die Lage nicht nur bei den dortigen Banken sehr schnell ändern, wie wir in der Vergangenheit ja mitbekommen haben. Die schwedischen Banken sind sehr stark von der Finanzierung durch ausländische Kapitalgeber abhängig. Sollte es erste Nachrichten über Probleme in Schwedens Finanzindustrie geben, wird das einen Teufelskreis einleiten. Das Kapital wird knapp, als Folge steigen die Zinsen und dadurch fallen noch mehr Kredite aus. Das konnte man bereits in den USA bestaunen. Hinzu kommt noch, dass Schwedens Banken extrem stark mit anderen Kreditinstituten in Skandinavien verwoben sind. Sollte es in Schweden also zu einem Immobiliencrash kommen, würde dies sehr schnell Schockwellen durch ganz Nordeuropa senden. Die Nagelprobe könnte für die Schweden schon recht bald drohen, denn wenn die Inflationsrate steigt, wird die Notenbank nicht lange um Zinserhöhungen herumkommen. Man sieht, dieses von den Klimakindern aufgeführte Argument bestätigt nur die Aussage von Christian Adjarischen Lindner, dass man so etwas lieber Leuten überlassen sollte, die sich damit auskennen und nicht freitags die Schule wegen einer erneuten grünen Idiotie schwänzten, wie wir sie in den letzten 25 Jahren regelmäßig von der Schmoddersekte ohne irgendeinen Beweis hörten. Bisher trat ja keine einzige dieser grünen Öko-Panikmacher ein. Es war immer genau das Gegenteil, was diese Sekte prognostizierte.
Doch zurück zur tollen geplanten CO2-Steuer. Wen wird so eine Steuer wohl treffen? Den CO2-verursachenden Großkonzern? Ganz bestimmt nicht! Denn dies wäre für ein Unternehmen nur ein weiterer Kostenpunkt. Und was machen Unternehmen, wenn die Kosten steigen? Im besten Falle wälzen sie diese Kosten auf ihre Kunden ab. Wird eine gewisse Schmerzgrenze überschritten, wandern die Unternehmen einfach ins Ausland ab. Im Falle eines stromproduzierenden Unternehmens würde man diese Steuern einfach auf die Stromrechnung schlagen. Das würde für einen durchschnittlichen 3-Personen-Haushalt ohne Warmwasseraufbereitung etwa 317 Euro Mehrkosten pro Jahr betragen. Wo die Kosten für diese verblödete und unüberlegte Energiewende bereits jetzt schon in Deutschland für die höchsten Stromkosten in ganz Europa sorgen. Aber es fängt ja nur bei den Strompreisen an. Denn die Kosten würden sich nahezu komplett auf alle Produkte des täglichen Lebens auswirken. Ein Liter Benzin würde um ca. 43 Cent steigen. Ein Liter Heizöl um fast 60 Cent. Ein Kilo Rindfleisch würde ca. 2,60 Euro mehr kosten. Auch Milch, Eier, Brot, Gemüse und Obst würden teurer werden. Ebenso natürlich Kleidungsstücke. Ein stinknormales T-Shirt kann durch so eine Steuer der Verblödung um mehr als 2 Euro teurer werden. Auch die Preise für Handys würden anziehen. Ebenso Flug-, Bus- und Bahnreisen. Dies würde mal wieder vor allem Menschen mit niedrigem Einkommen am härtesten treffen. Man sieht, die Organisatoren der Verblödung stellen radikale Forderungen auf. Und genau das ist ja der Job von Aktivisten oder besser an Kultisten. Ich habe die in den 70er Jahren vorausgesagte Eiszeit überlebt, den sauren Regen Anfang der 80er, das Waldsterben Mitte der 80er, das Ozonloch Ende der 80er, die BSE-Krise um die Jahrhundertwende, den Millennium-Bug, die Vogelgrippe vor 10 Jahren, das Ende des Maya-Kalenders und soll ich euch was sagen, ich werde es auch überleben, wenn es wärmer oder kälter wird. Sollte es tatsächlich wärmer werden und wir Temperaturen wie im Jahr 1200 erreichen, wird es natürlich Gewinner und Verlierer geben. Die gab es immer. Wärme ist aber bei Weitem besser als Kälte. Immer in der recht kurzen Geschichte der Menschheit, als es eine Warmperiode gab, entwickelten sich rund um den Globus Hochkulturen. In den Phasen, wo es kälter wurde, starben die Menschen wie die Fliegen, da es nicht mehr genug zu essen gab. Aber ich schweife ein wenig ab. Ich fasse mal den Ausstieg aus der Kohlekraft bis 2030, 100% erneuerbare Energie bis 2035 und das Abschalten von einem Viertel aller Kohlekraftwerke bis Ende 2019 in einem Punkt zusammen. Denn hier zeigt sich mal wieder, dass man Kindern und Jugendlichen, die von einer grünen Idiotie geblendet sind, besser nicht zuhören sollte. Die sind auf der stillen Treppe besser aufgehoben. Was viele sicher gar nicht mitbekommen haben, im Januar 2019 schrammte Europa nur knapp an einer Katastrophe vorbei. Nein, doch. Am Donnerstag, dem 10.01.2019, um exakt 20.02 und 7 Sekunden, hat die Netzfrequenz kurzzeitig den Wert von 49,8 Hertz erreicht. Bei diesem Wert ist der Regelbereich der Primärregelleistung zu 100% ausgereizt und erste automatische Abschaltmaßnahmen zur Vermeidung eines weiteren Frequenzeinbruchs werden aktiv. Die Frequenz ist das entscheidende Maß dafür, ob genügend Strom produziert wird. Denn dieser kann nicht in größeren Mengen gespeichert werden, sondern muss genau in dem Augenblick erzeugt werden, in dem er gebraucht wird. Angebot und Nachfrage müssen also immer in einem gewissen Gleichgewicht stehen. Besonders in Deutschland ist dies jedoch nicht mehr ganz so einfach, da Windräder und Photovoltaikanlagen nur unzureichend und zudem noch extrem wetterabhängigen Zufallsstrom, den sogenannten Wackelstrom, in die Netze speisen. Sämtliche Stromerzeuger und Verbraucher in Europa takten im Gleichklang um einen Wert von 50 Hertz. Sinkt die Frequenz unter diesen Wert, so herrscht Strommangel und die Netzbetreiber müssen schnellstens weitere Stromquellen dazuschalten oder, falls keine vorhanden sind, eben möglichst schnell Stromverbraucher abschalten. An jedem Donnerstagabend warfen die Netzbetreiber, weil es keine andere Möglichkeit gab, Lasten ab und legten Industriebetriebe, die viel Strom verbrauchen, komplett still. Natürlich ohne Vorwarnung, da so viel Zeit nicht bleibt. Denn sobald die Frequenz noch weiter unter 47,5 Hertz absackt, wird das gesamte Stromnetz ab
abgeschaltet. Blackout total, nichts geht mehr. Und zwar überall. Das Verheerende daran, sollten irgendwann einmal tatsächlich nur noch Windräder und Solaranlagen Strom erzeugen, so könnte noch nicht einmal mehr das Stromnetz wieder in Gang gesetzt werden. Denn mit diesen Stromerzeugern allein klappt das aus technischen Gründen nicht. An jedem Donnerstag ging es gerade noch einmal gut und Europa schrammte an der selbstgemachten grünen Katastrophe vorbei. Die Experten des Verbandes Europäischer Übertragungsnetzbetreiber in Brüssel, kurz ENTSO, untersuchen die Ursache dieser beinahe Katastrophe noch immer. Einige Energiemanager befürchten für Deutschland keinen Blackout und verweisen darauf, dass im Zweifel Strom aus dem Ausland eingekauft wird. Kosten spielen sowieso keine Rolle mehr im Energiewende-Wahnsinn. Doch was ist, wenn nicht mehr genügend Erzeugerkapazitäten in Europa bereitstehen? Die französischen Kernkraftwerke schwächeln bereits und im vergangenen Sommer waren die Schweizer Speicherseen auch ziemlich leer. Immer häufiger müssen Länder wie Frankreich, die Schweiz und Belgien ebenfalls den Strom importieren. Wind und Sonne liefern einfach ungleichmäßig und können ein Industrieland wie Deutschland nicht mit Energie versorgen. Spätestens wenn mehr europäische Länder auch auf diesen Öko-Umwelt-Klimatrip aufspringen und ihre Kern- und Kohlekraftwerke aufgrund einer Idiotie stilllegen, wird es ganz besonders lustig. Deutschland exportiert häufig dann Strom, wenn auch im europäischen Netz zu viel vorhanden ist. Und den so exportierten Strom muss Deutschland auch noch teuer bezahlen, damit überhaupt irgendjemand diesen Strom abnimmt. Bisher hat noch niemand von diesen Klimajüngern und Energiewendlern erklärt, woher der Strom zukünftig kommen soll, wenn die letzten Kohle- und Kernkraftwerke abgeschaltet werden müssen. Also in bereits 10 Jahren. Denn ohne Kernenergie, Kohle und Gas würde Deutschland nahezu komplett im Dunkeln sitzen. Hier mal eine kleine Übersicht über Angebot und Nachfrage in Bezug auf Strom. Diese Linie zeigt den Stromverbrauch vom 17.01. bis 20.01.2019 an. Die dunkle Fläche stellt die konventionellen Stromerzeuger dar. Die hellblaue zeigt den Strom aus den Landschafts-, Tier- und Umweltvernichtungsmaschinen an. Gelb ist die Solarenergie. Auffällig ist, dass es ab dem Mittag am 18. Januar in Deutschland recht windstill war und dies auch so blieb. Die Solarenergie kann logischerweise nicht durchgehend Strom erzeugen und in den Wintermonaten schon gar nicht. Man sieht sehr schön, selbst wenn wir das gesamte Land mit diesen unrentablen, extrem teuren und extrem lauten Landschafts-, Tier- und Umweltvernichtungsmaschinen zugekleistert hätten, wie es die grünen Ökospinner ja fordern, säßen wir an 2 dieser 3 Tagen im Dunkeln. Keine Industrie, kein Kühlschrank, kein Fernseher, kein Computer und kein Handy. Der so entstandene volkswirtschaftliche Gesamtschaden wäre immens. Vielleicht würde da ja beten oder eine Pappschild-Demo für mehr Strom helfen, man weiß es nicht. Falls jetzt einer meint, ich hätte mir extra einen ganz schlimmen Tag bzw. Tage rausgepickt, das klappt mit jedem Zeitraum, egal ob Frühling, Sommer, Herbst oder Winter. Hier zum Beispiel mal der Überblick des letzten Sommers, der ja angeblich die Bestätigung für den menschengemachten Klimawandel sein sollte, nur weil es ein paar Wochen am Stück mal warm war. Das nennt man nicht Klima, das nennt man Wetter. Und wie trällerte Rudi Carrell damals? Wann wird's mal wieder richtig Sommer? Ein Sommer, wie er früher einmal war. Ja, mit Sonnenschein von Juni bis September. Ich kann mich auch noch an solche Sommer erinnern. Und da faselte niemand etwas vom menschengemachten Klimawandel. Und für alle, die es immer noch nicht glauben, dass unsere jährlichen Subventionen in Höhe von knapp 24 Milliarden Euro, Tendenz steigend, für den weiteren Ausbau dieser unrentablen Landschafts-, Tier- und Umweltvernichtungsmaschinen für einen Arsch waren, sind und bleiben, hier mal der komplette Überblick eines gesamten Jahres. Vielleicht können wir ja ein paar Laufräder aufstellen, in denen dann diese Klimajünger den zusätzlich benötigten Strom für uns erzeugen, wenn wir die Kohlekraftwerke abgeschaltet haben. Doch das beste Warnsignal kommt mal wieder aus der Politik. Bundeswirtschaftsminister Peter, ich bin zuerst am Buffet, Altmaier, prognostizierte vor einem Jahr, dass mit den Subventionen in 4 bis 5 Jahren Schluss ist, weil dann die erneuerbaren Energien voll wettbewerbsfähig sein sollen. Ja, natürlich. Lasst mich mal rein.
Daten, dann werden die Kosten für die Wartung dieser Windradmonster, die bis dahin die gesamte Landschaft zugekleistert haben, wohl auch nur etwa so hoch sein wie eine Kugel Eis im Monat. Ja, komm. Wald. In Deutschland längst nicht mehr unberührte Natur. Selbst Schutzgebiete dienen der Stromproduktion. Nordhessen, Kaufunger Wald. Riesige Windräder erzeugen Ökostrom. Wertvolle Bäume, abgeholzt für die Energiewende. Unter den Gebieten, die es hier in Deutschland gibt, die Hotspots der Biodiversität, da klotzen wir mitten rein, ein Industriegebiet. Ja, ich habe so das Gefühl, als sei all das, für das unser Land jahrzehntelang gestanden hat, in Bezug auf Naturschutz, alles nichts mehr wert. Es ist alles wurscht. Auch hier sollen Windräder gebaut werden, im größten zusammenhängenden Waldgebiet Hessens, dem Reinhardswald. Mittendrin das älteste Naturschutzgebiet des Landes, der Urwald Saberburg, mit Baumriesen 800 Jahre alt. Einzigartige Natur. Doch die schwarz-grüne Landesregierung will in den Höhenlagen des Reinhardswaldes hektarweise Wald für Windkraftanlagen roden lassen. Wir haben im Prinzip ein zusammenhängendes Waldgebiet, was vielen Tierarten einen Lebensraum bietet, der einfach per se schützenswert ist. Wir haben davon nicht mehr viel in Deutschland. Und das ist eben genau diese Katastrophe, hier hinzugehen und zu sagen, jetzt gehen wir in diesen Wald, fällen entsprechend in den Beständen die Bäume, die wertvollen, und zerstören damit dieses Ökosystem. Noch fliegt er über dem Reinhardswald, der Rotmilan. Die deutschen Mittelgebirge bieten idealen Lebensraum. Der Rotmilan, ein streng geschützter Greifvogel. Er kann zwar 25 Jahre alt werden, bekommt aber nur wenig Nachwuchs. Drei Jungvögel sind eine Seltenheit. Um den Nachwuchs satt zu kriegen, müssen die beiden Altvögel ständig unterwegs sein. Windräder können zur tödlichen Gefahr werden. Der Rotmilan ist ein reiner Mitteleuropäer. Es ist einer der wenigen großen Vögel, die überhaupt nur in Mitteleuropa vorkommen. Deutschland beherbergt über die Hälfte des Weltbestandes, hat also die Weltverantwortung für diesen Vogel. Und genau in diesem zentralen Lebensraum werden jetzt verstärkt die Windräder. Genau auch über diesen Wäldern, über denen der Rotmilan höher gewinnt und kreist und zieht. Genau dort werden diese Windräder aufgebaut. Tote Vögel durch Windräder. Eine Studie im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums kam für Norddeutschland zu dem Ergebnis, der sogenannte Vogelschlag kann den Bestand einzelner Arten gefährden, auch den Rotmilan. Er fliegt mitten in die Windparks hinein und dadurch kommt es, dass er unverhältnismäßig häufig getroffen wird. 350 Tiere kennen wir pro Jahr, werden erschlagen, aber man muss mit einer Dunkelziffer rechnen, die mindestens nochmal so hoch ist. Was bedeutet das für den Bestand? Das bedeutet für den Bestand, dass jedes Jahr um die 700 Vögel umkommen. Das kann ein Bestand auf Dauer nicht auffangen. Doch die Regierung in Hessen hat ein ehrgeiziges Ziel. Auf 2% der Landesfläche sollen Windräder gebaut werden dürfen, sogenannte Windvorranggebiete. Vor allem in den windreichen Höhenlagen der Mittelgebirge wie Reinhardswald und Kaufungerwald. Doch die Flächen liegen direkt neben den sogenannten Fauna-Flora-Habitat-Gebieten, besonders schützenswerte Natur. Und ein Blick ins Detail belegt, im Kaufungerwald wurden Windvorrangflächen mitten in einem FFH-Gebiet festgelegt, für Naturschützer völlig widersinnig. Es ist dieses verkrampfte Erzwingen wollen der 2% Windkraft in Hessen. Egal komme, was wolle. Und da spielt auch Naturschutz dann keine Rolle mehr. Und das von einer grünen Umweltministerin, es ist schon erstaunlich. Bio-Feierabendmarkt in Witzenhausen, Nordhessen. Die Umweltministerin verteidigt die Windparkpläne. Windenergie ist sehr wichtig für den Klimaschutz, weil wir die Energiewende schaffen müssen. Nein. Und ich sage Ihnen mal, wir werden die Wälder nicht erhalten, wenn wir nicht auf Erneuerbare und damit auf Klimaschutz setzen. Komm, halt deine Schnauze.
Wir werden nämlich sonst die Wälder in 30 Jahren so nicht mehr haben, wie wir sie kennen, und in 50 und 100 Jahren erst recht nicht mehr. Und auch um die Wälder zu erhalten, brauchen wir jedenfalls in einem kleinen Teil Windkraftanlagen. Du bist dumm! Sau dumm bist du! Klimaschutz gegen Naturschutz. Wenn Windräder gebaut werden, müssen Behörden entscheiden, was wichtiger ist. Dabei stützen sie sich oft auf Gutachten der Windkraftbetreiber. Das kritisiert Jochen Tamm. Er hat 20 Jahre lang im Regierungspräsidium Kassel gearbeitet, in der oberen Naturschutzbehörde. Ich habe zahlreiche Gutachten dieser Art gesehen. Die meisten sind, um es im Klartext zu sagen, Gefälligkeitsgutachten. Das Problem ist ja, dass die Gutachten von den Windkraftbetreibern beauftragt und bezahlt werden. Und da gibt es kaum einen Gutachter, der nicht das schreibt, was dem Auftraggeber genehm wäre. Ja, und ich kann Ihnen sagen, diese Gutachten wimmeln vor fachlichen Fehlern. In Deutschland gelten eigentlich Mindestabstände, die Windräder zu Greifvogelhorsten einhalten müssen. Beim Rotmilan sind das 1500 Meter. Doch hier am Reinhardswald hat das Regierungspräsidium Kassel ein Windrad nur 600 Meter entfernt genehmigt. Die Behörde begründet das damit, Zitat: Dass die weit überwiegenden Nahrungsflüge vom Horst aus nicht in Richtung der fraglichen Windenergieanlage verliefen. Sie können nicht verstehen, warum die Kasseler Behörde den Argumenten der Windkraftbetreiber folgt. Schließlich beobachten die Naturschützer seit Jahren die Rotmilane, dokumentieren ihre Flugbewegungen. Wir können aber mit unseren Unterlagen erstens ganz klar ausweisen, es gibt deutlich mehr Horste, als die Gutachten ausgewiesen haben. Und wir können zudem nachweisen, dass die Rotmilane sehr wohl über diese Flächen fliegen und damit hochrangig gefährdet sind. Trotz ihrer Bedenken in und um den Reinhardswald hat das Regierungspräsidium Kassel die Voraussetzungen für fast 100 Anlagen geschaffen. Naturschützer haben geklagt. Jetzt muss das Gericht entscheiden. Und es gibt noch ein Problem. Brennende Windräder. In Deutschland gab es 2016 mindestens 8 dokumentierte Fälle von brennenden Windkraftanlagen. Wir haben jetzt im Moment in dieser Jahreszeit wieder erhöhte Waldbrandgefahr. Wir wissen ja, dass Windmühlen auch entweder durch Blitzschlag oder aber durch Montagearbeiten sich entzünden können und dann in dieser gewaltigen Höhe dann anfangen zu brennen. Und irgendwann schmelzen die Flügel und fallen herab und können in den angrenzenden Waldbeständen, die hauptsächlich hier aus Nadelholz bestehen, zu einer erheblichen Brandgefahr führen. Für den Reinhardswald sieht das Regierungspräsidium Kassel grundsätzlich nur ein geringes Brandrisiko. Wenige Kilometer entfernt, Trendelburg, Anfang Juli. Ein Windrad hatte nach Wartungsarbeiten Feuer gefangen. Brennende Teile fielen auf das angrenzende Feld. Ein Ausbreiten des Brandes konnte die Feuerwehr Langenthal gerade noch verhindern. Die einzigsten Möglichkeiten, die wir hier im Umkreis haben, sind kontrolliert abbrennen lassen und wirklich gucken, dass keine weiteren Schäden auftreten. Großräumig absperren, wie wir das hier auch getan haben. Ansonsten können wir weiter nichts machen. Was, wenn das im Wald passiert? Unterschätzte Brandrisiken, zu wenig Schutz für Vögel, immer mehr Windkraftanlagen in wertvollen Wäldern. Umweltschützer kritisieren, das Regierungspräsidium Kassel folge zu oft Gefälligkeitsgutachten der Windkraftindustrie. Nachfrage bei der Behörde, die schriftliche Antwort, Zitat: Die Fachbehörde kommt zu einer eigenständigen Stellungnahme, die nicht mit den Ergebnissen der Gutachter übereinstimmen muss. Im Kaufunger Wald ist zu sehen, welche Wunden die Energiewende in alte Wälder reißt. 200 Meter ragen die Windräder in den Himmel, fast 1000 Kubikmeter Beton wurden pro Anlage in den Boden gegossen. Zig Schneisen geschlagen. Tausende Bäume gefällt. Das macht den Wald verletzlich. Da ist dieser dicke Baum, sicherlich an die 100 Jahre alt, der ist durch Windeinwirkung ist der umgefallen. Man sieht es an den herausgerissenen Wurzeln, das sind die Schäden.
die entstehen, wenn Bestände aufgerissen werden und damit der Windeinwirkung ausgesetzt sind. Naturnahe Wälder bewahren oder dort Windräder bauen für die Energiewende. Die schwarz-grüne Regierung in Hessen hat sich entschieden. Der Wald wird mehr und mehr zum Industriegebiet. Nagelt die Brut ans Kreuz, sag ich! Nagelt die Vernunft in das Volk! Ich könnte jetzt noch eine ganze Menge mehr zu diesem Thema berichten, was aufzeigen würde, wie verblödet, weltfremd und umweltschädlich diese grünen Forderungen sind. Ich möchte es aber jetzt mal dabei belassen, denn es gibt noch weitere Dinge, die erwähnenswert sind. Und wenn alle anderen die von der Partei verbreiteten Lüge glaubten, wenn alle Aufzeichnungen gleich lauteten, dann ging die Lüge in die Geschichte ein und wurde Wahrheit. George Orwell, 1984.